Fressen, scheißen, schlafen. Pinkeln. Und pinkeln, jetzt, ja, in eine Wohnung. Ich schneide einen Hahn hier. Nimm dir selber ein. Blick mir ab. Wieso? Selbstbedienung. Warum laufen die? Naja, er fühlt sich wohl. Fein! Da bitte Rolle! Hey, und Sprung! Moinsen! So, jetzt wollen wir die ganze Sache aufklären hier mit Familiennachwuchs und alles, ne? Jetzt habt ihr schon gedacht, Baby ist ein Baby. Oh, ihr hört schon. Guckt mal da. Da ist der Familiennachwuchs. Ist gestern angekommen. Heißt Eddie, ist männlich, ist 12 Wochen alt und hat mich bereits in der ersten Nacht ja, auf Trab gehalten. Welpenwache. Er hat ungelogen 11 Mal in die Wohnung geschissen. Er hatte Durchfall bekommen. Ich denke mal, die Umgewöhnung, Stress und alles. 6, 7 Mal in die Wohnung gepinkelt. Beim 12. und 13. Mal habe ich gerade noch so geschafft, ihn zu schnappen. Also er meldet sich ganz kurz mit einem Jaulen. Und dann geht auch schon kacken. Ne? Und dann habe ich es geschafft, mit ihm schnell rauszurennen auf Toilette. Und da hat er sein Geschäft gemacht dann. Getrunken hat er nichts. Da musste ich ihn dann Wasser so mit dem Finger hinführen und dann halt, dass er den Finger ableckt immer wieder. Gefressen hat er auch nicht so wirklich was. Aber seit heute funktioniert das wunderbar. Er frisst Reis und ein bisschen Hundefutter. Ja, was ist los, Eddie? Was ist los? Der neue Internetstar. Ja, was ist denn los? Ja. Ja, ist halt sehr liebedürftig, schläft aber auch sehr viel. Ne? Guck mal, Eddie, guck mal, da bist du. Da. An dem zweiten Monitor. Ja. Also, wie gesagt, gestern war sehr viel für ihn. Das hat ihn dann alles so ein bisschen, ja. Aus der Bahn geworfen, die Trennung von der Mutter und von den Geschwistern, alles. Hier hat er durch die Kinder auf jeden Fall immer Aufmerksamkeit, aber auch wiederum ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Wir müssen die Kinder ganz schön ausbremsen. Ja, ist ja gut. Ne? Und jetzt werde ich mit dir wieder in dein Körbchen gehen. Ne? Da kannst du wieder ein bisschen schlafen. Er hat gerade das erste Mal dooferweise ein Stück Frühstücksfleisch kosten dürfen, was runtergefallen ist, ein kleines Ding, und er ging so ab, Alter, auf das Ding, ne? Unnormal. Ja, hat mir wie gesagt, die erste Nacht völlig den Schlaf geraubt, wie gesagt, kein bisschen gepennt, ich war unten denn und hab immer aufgepasst, hab dann immer weggewischt, die ganze Wohnung, es hat gestunken, es ging gar nicht, Alter. Da hast du auch ein bisschen Blut bei gehabt, aber das ist normal, ich hab schon nachgefragt. Weil er halt extrem viel gedrückt hat, dann kam halt ein bisschen Blut mit, aber ganz, ganz wenig mit viel Schleim. Und jetzt, wo du fressen tust, da klappt das auch mit dem Stuhlgang, ne? Ja, und dann werde ich jetzt öfters mal ein paar Videos raushauen mit dem Eddie, ne? Und dann wirst du ein großer YouTube-Star, ne? Ja, ist ein sehr lieber auf jeden Fall. Und verspielt, naja, also er versucht schon zu spielen. Er versucht schon ein bisschen zu spielen, aber so richtig will er noch nicht mit dem Ball, die Koordination. Ne, der Ball ist immer schneller als er und wenn er einen Ball mal hat, dann fällt er rüber über ihn. Nicht wahr, Eddie? Ich bringe ihn erstmal jetzt runter hier, damit er sein Körbchen wieder gehen kann. Ja, ne? Ist halt auch für ihn Neuland hier oben. Er geht auch nicht wirklich in jeden Raum, aber er geht schon mal raus zur Terrasse, das ist schon mal schön. Ja. Gut, dann sage ich jetzt Tschüss, ich bringe den kleinen Scheißer hier zurück. Ich werde noch ein paar Videos ein Video noch einschneiden. Ja, und da hat Jaco für ihn gesungen und er ging völlig ab darauf. So, bis gleich. Teilt euch hier auf Tiersprache oder was?
Ey. Schlafmütze. Eddie. Was ist los? Ja, ist ja gut. Nee, ich will doch nicht das. Du bist ja fies, frisst den Hund immer alle weg. Oh, jetzt macht's Sitz, jetzt musst du. Er ist ein Langweiler. Fressen, scheißen, schlafen. Pinkeln. Und pinkeln, ja. Ja, in der Wohnung. Keine Schleichwerbung hier. Nee, nee. Niemals würde ich Schleichwerbung machen. Wie kommst du denn bis darauf? Muss ich einen haben? Hier. Nimm dir selber einen. Hab ich mir ab. Wieso? Selbstbedienung. Mach's jetzt. Ja, mach's doch. Nein. Ja, Leckerli reicht jetzt. Ja. Spuckt man die Hälfte mal aus. Ja, das ist zu groß für ihn noch. Was soll ich? Runde Gassi? Runde Gassi? Zu Attergien? Eddie! Mach Kackerchen! Na, damit ich das aufheben kann, oder was? Na klar, musst du das aufheben. Was ist? Wir schlafen weiter. Komm! Ja, immer bei mir. Das ist jetzt alles wie neu. Das sieht ihr alles im ersten Mal hier. Kann ich ein bisschen mit ihm hin? Nee, lass ihn mal jetzt erstmal schnuppern überall. Er soll sein Geschäft auch erledigen. Eddie. Warte mal, er wollte gerade kacken, glaube ich, oder? Nee, du willst spielen. Ah, du sollst nicht spielen, du sollst kacken. Komm runter, los. Nein. Ah. Lass ihn ruhig rennen. Er wollte gerade den Pilz essen da. Nee, wirklich den Pilz hier essen. So eine große Toilette, wa? Ja. Die große Toilette für Hunde im Rüden. Fein machst du das. Jetzt sind sie pinkelt, oder? Sehr gut gemacht. Fein. Fein. Immer loben, damit er weiß, dass er richtig gemacht hat, dass er hier pinkelt. Er wird langsam warm. Ich auch. Ich meine warm, dass er... Ja, ich weiß, was du meinst. Gut. Oh, Rolle. Rolle? Rolle? Das war ja Zufall. Ich glaube, irgendwas stört ihn da, oder? Er fühlt sich wohl. Cool. Ich weiß es nicht. Na, lass ihn doch. Ist doch nicht so schlimm. Der kann er nicht durchbeißen. Mama hat gesagt, er darf das nicht. Ja, dann nimm ihn das weg. Aus! Soll ich beißen, würde ich nicht schaffen. Frei rumlaufen. Naja, er fühlt sich wohl. Fein! Da bitte Rolle! Ui, und Sprung! Jawoll! Machen das Hunde immer so? Das kommt von Hund zu Hund drauf an, ne? Aber er scheint sich halt gerade wohl zu fühlen und rollt sich dann halt im Gras rum. Und spielt halt. Die Schnur ist jetzt 5 Meter lang. Wollen wir den in den Baum machen und dann ein bisschen mit ihr rumlaufen? Nö, hey, ist das für Quatsch? Du bist der Baum. Ein laufender Baum. Jetzt komm rum. Eddie, komm. Aus dem Mund? Hat's immer noch im Mund. Gut. Jam!
jump, jump. Er freut sich halt. Jetzt juckt ihn nur mal. Bist du gut gelaunt? Bist du gut gelaunt? Eddie. Es ist ja, wow. Wow. Dann müsst ihr jetzt mal langsam kackern. Er hat ja nur Reis gegessen. Reis stopft ja. Aber jetzt wird er langsam ordentlich aktiv hier. Na ja gut, ihn fuckt auch ein bisschen, glaube ich, das Geschirr ab. Aber da muss er mit durch jetzt. Er rastet aus. Gott sei Dank, ich dachte schon, wir haben so einen langweiligen Hund hier. Das ist der komplette Gegenteil von langweilig. Also so sieht er aus wie ein richtig süßer Bär. Und wenn er seinen Mund aufmacht, sieht er aus wie ein Bär. Wie ein Bär, aha. Eddie, guck mal hier. Ja, genau das Ding. Genau das Ding. Eddie, guck mal da. Hier kannst du rauf. Oh. Hier kannst du raufbeißen. Da kannst du raufbeißen. Ja, zerstören. Soll ich mal gucken, ob er Stöckchen tut? Nee, macht er noch nicht. Ich meine, mal trotzdem probieren. Macht er noch nicht, glaub mir. Okay. Er holt ihn sich, aber er wird ihn hier nicht bringen. Schlimm, wenn der die zerkaut oder ist das gut für deine Zähne? Das ist nicht schlimm. Pass auf. Ja. Los, hol! Wow. Such den Stock, wo ist er? Ja. Warm. Kalt. Eiskalt. Hier. Du Doofbatzen. Was machst du denn hier? Da ist er! Hier ist er. Hier. Eddie, guck mal da! Eddie. Ja. Eddie, habe ich gesagt. Alter, bist du blind? Ja, hast du ihn. Mit seinem Spielzeug macht er das nie. Ja, drinnen und hier ist ein Unterschied, Mann. Er hat jetzt ein bisschen Lebensfreude gerade so. Ist auf der Wiese hier, auf einer schönen großen. Wie wenn die mal unter ein Schweineohr besorgen. Eddie? Oh, ein Kauknochen. Eddie? Gut, jetzt laufen wir weiter. Für ihn ist das alles hier ein riesengroßer Spielplatz. Ja, und für uns ein kleiner Gehweg. Ja. Ja, freust dich. So, ich frag mich, was das da ist. Hm? Das da. Krass. Nun machen wir dein Häufchen hier. Am nächsten Morgen, Etienne, ey, die hat wieder auf den Fußboden gekackt. Ja, das ist ja das Problem, was ich befürchte. Da ist Stroh, mein Freund. Da musst du aufpassen. Oh, Alter, das hätte ich ihn nicht so hart treffen können. Ja, so ist das nicht. Lass ihn doch mal springen. Du musst ihm auch mal Schnur geben, Etienne. Wenn er dagegen knallt, gegen Strom, was macht er jetzt? Kacken? Ich glaube, er kackt. Nee, er pullert. Ja, fein gemacht. Trotzdem fein gemacht. Keiner. Er hat jetzt schon viermal gepinkelt. Mhm. Also tut ihm das überhaupt nicht weh, wenn er gegen den Strom zu läuft? Ja, das ist so wie für dich. Oh Gott. Ich weiß es noch früher, wie. Ja. Oh, noch nicht im Dreck. Oh. Du Sau. Nein. Komm, wir laufen jetzt weiter. Ich hab mir gar nichts, so dunkel wie es ist. Schlafenzeit.
Schmeckt es? Ruhig, pass auf. Er guckt dich an und würgt. Aus. So, gute Nacht.